Im Fall des erschossenen Regierungspräsidenten Walter Lübcke haben Spezialeinheiten der hessischen Polizei in Kassel einen 45-jährigen Mann festgenommen. Gegen den dringend Tatverdächtigen wurde Haftbefehl erlassen, wie die Staatsanwaltschaft Kassel und das hessische Landeskriminalamt mitteilten. Die Festnahme erfolgte demnach aufgrund eines DNA-Spurentreffers. Der 65-jährige Lübcke war in der Nacht zum 2. Juni auf der Terrasse seines Wohnhauses entdeckt worden. Er hatte eine Schussverletzung am Kopf und starb kurz darauf.